Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe ja noch vor Ewigkeiten war ich ja mal im Action und da hatte ich ja schon angefangen, teilweise das zu filmen. Und das jetzt ist quasi der Rest. Also der Einkauf liegt schon etwas länger zurück. Die Tüte steht schon seit gefühlten 10.000 Jahren hier in der Ecke. Und da ich im Moment wieder am Aufräumen, Sortieren, Aussortieren und so weiter, möchte ich das endlich mal wegräumen. Und ich würde es euch gerne vorher zeigen, was ich mir so Schönes ja, mitgenommen habe. Und zwar, wie gesagt, das ist schon eine Weile her und wir hatten schon Osterzeug. Also ich will nicht wissen, was da jetzt rumsteht. Wahrscheinlich noch mehr. Also das waren, glaube ich, zwei kleinere, so an der Seite. Ja, wie sagt man? Jetzt komme ich nicht aufs Wort. Also an der Seite des Regals, so kleinere Abteile, wo Ostersachen da waren. Ich möchte, wie gesagt, nicht wissen, was jetzt. Da kommt man wahrscheinlich jetzt schon rein und hat lauter Osterhasendeko und Kram. Ja, da war nur so ein bisschen Bastelzeug. Ich fand es aber total niedlich. Und da habe ich mir als erstes das hier mitgenommen. Und zwar sind das so, wie man hier oben sehen kann, so kleine so Osterkörbchen. Die fand ich so süß. Ich weiß gar nicht, wie viele Stück sind. Wie viele Stück sind denn das? Das sind mehrere, ne? Also ich habe jetzt, es steht keine Stückzahl drauf. Ach doch, hier. Fünfmal. Ja, und das Ganze habe ich zweimal. Einmal mit diesem gelben Ostergras und mit blauem Ostergras. Da sind die Häschen so ein bisschen, ja, anders. Sieht ein bisschen anders. Ich glaube, es gab auch noch die Variante mit rosanem Ostergras. Glaube ich. Aber die habe ich nicht mitgenommen, weil ja, ich brauche rosa. Ich war zwar hübsch, aber ich dachte, dass es das gab. Aber ich habe zwei Jungs. Von daher, ja, ich mische die beiden dann. Hier ist zwar jetzt wieder rosa, aber das möchte ich eh verbasteln. Ich finde das für Pocketletter irgendwie so süß. Mal sehen, ob man das irgendwie ausschneiden kann. Wird mir schon was einfallen. Fand ich so niedlich. Ja, und die hier sind dann halt quasi für die Kinder. Ja, gut, hier ist auch rosa dabei, aber. Nicht nur so ein bisschen, ist nicht so schlimm. Schaut mal hier unten. Der hat Wackelaugen. Ach, süß, ne? Oh, die sind so süß. Was hat das gekostet? Ich kann es euch nicht mehr sagen. Aber ihr wisst ja, Action ist nicht teuer, von daher ein paar Cent. Oh, ist so niedlich. Ja, freue ich mich jetzt natürlich wie verrückt. So, das war das eine. Es ist nicht mehr so viel. So, dann habe ich mir dieses Äffchen hier gekauft. Das habe ich schon ganz, ganz lange, möchte ich das haben. Damals waren die ja im Angebot, wo die liebe Swantis sich alle geholt hatte. Da hatte ich mir auch ein paar geholt, ich glaube drei oder vier. Beim letzten Mal habe ich mir dann auch noch mal einen mitgenommen. Ja, da konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Äffchen und ich weiß nicht, ob es eine Katze war oder irgendwas. Ja, ich musste den jetzt mitnehmen. Vor allen Dingen das Schlimme war, die haben jetzt wieder neue und da gab es ganz bunte Regenbogenfarben, da Einhörner und was weiß ich alles. Oh mein Gott, man kann nicht alle haben, aber den Affen musste ich einfach noch haben. Ich finde den so niedlicher mit diesen Schwänzchen und den, ja, die Augen und, ach, der ist so süß. Ja, sind natürlich alle süß, ne? Ich werde mir bestimmt immer mal einen mitnehmen. Ich wusste nicht, dass sie die dauerhaft im Sortiment haben. Die kosten jetzt zwar wieder ein bisschen mehr, aber trotzdem nicht teuer. Aber die sind so trollig. Ja. Ich denke mal, dass ich mir das nächste Mal vielleicht das bunte Einhorn noch mitnehme. Ach, so süß, ja, der musste noch sein. Der kommt jetzt zu deinen Kumpels ins Bastelzimmer. So, dann habe ich gefunden diesen Designblock hier. Da gab es ja auch schon mal die größeren Blöcke. Da habe ich auch zwei mitgenommen, die ich zwar schon habe, aber das macht ja nichts. Ja, und jetzt haben sie ja so kleinere. Ich weiß nicht, ich habe da noch nicht reingeguckt, was hier drin ist. Ich denke, ich dachte, das sind so Sticker und sowas. Oh, der ist ja cool. Der ist sehr cool. Mit diesen oh, den muss ich abmalen. Der hat ja 10 Milliarden Augen. Oder hier. Dieses katzenähnliche Fledermaus-Waschbärentier. Oh, so geil. Ja. Da gab es auch wieder verschiedene, aber ich habe mich für Monster entschieden wegen Halloween-Basteln. Ne? Das ist doch cool. Für Halloween-Basteleien. Auch das hier kann man dann ausschneiden und irgendwie so, ne? Mitverwenden. Ja, auch so mit zwei Wackelaugen rein und dann, ja, wunderbar. Hier ist auch was Niedliches, da kann man hier so nachmalen. Ja, ist eigentlich für Kinder, ne? Aber ist ja wurscht. Oh, ja, hätte ich gewusst, dass das so cool ist. Ja, hätte ich mal gleich zwei mitgenommen. Ja, man hat ja nicht alle, ne? Muss ja immer alles 10.000 Mal haben.
Oh, die sind echt cool. Für Pocketletter auch die perfekte Größe, oder? Ich wusste nicht, dass das so cool ist, das Heft. Denn hier, ja, sowas dachte ich, ist da drin. So Sticker ist auch dabei. Hier ist auch nochmal so ein komisches, keine Ahnung, Viech mit einem Auge und diesen Zähnen hier. Ist auch cool, muss man auch mal abmalen. Ah, inspiriert mich gerade. Hier sind so ein paar, ja, Sachen, die man dann so aufkleben kann. Ja, Augen finde ich immer cool. Die kann man auch anderweitig verwenden. Oder hier diese Münder. Malt man irgendwas Lustiges drumrum. Hier könnte ich zum Beispiel, wenn ich einen Hutmacher male, ja, so einen Hut mitgebrauchen. Also, ich kann immer alles hier brauchen. Das ist immer schlimm. Ja, und hier kann man dann eigentlich die Klamotten dann so aufkleben. Oh, da muss ich, wenn ich mal, ja, im Moment vermeide ich das ja, dahin zu fahren. Aber falls ich mal wieder da bin, werde ich da noch mal gucken, ob sie da noch welche haben, weil das auch für die Kinder richtig cool ist. Ist ja auch, wie gesagt, für die Kinder gedacht eigentlich. Aber ich weiß ja, dass meine, oder beziehungsweise einer von meinen Söhnen auch immer da so, ja, sowas gerne macht. Das ist auch so niedlich. Also das ist so süß, das könnte man eigentlich schon so ausschneiden und in einen Bilderrahmen machen. Das finde ich so niedlich und ich würde mir das tatsächlich irgendwo hinhängen. Der Tintenfisch ist auch süß. Ja, der guckt auch total bekloppt hier, diese Möwe oder was ist dahinter, oder Pelikan oder irgend sowas. Den finde ich richtig cool. Oh, hier! Also ich habe gerade das Gefühl, dass ich das Heft als Inspirationsheft behalte und nicht verbastle. Oh! Wie cool das ist. Ach Mensch, das ärgert mich jetzt. Hier, Laternenfisch. Oh, ich liebe Laternenfische. Oder hier wieder der hier mit den vielen Augen. Mein letztes Tattoo war ja ein Laternenfisch, ne, tatsächlich. Aber der guckt ein bisschen gruseliger. Der hier ist ja eher niedlicher. Meiner sollte so ein bisschen bescheuert gucken. Kann ich euch leider nicht zeigen, komme ich nicht ran. Alleine. Oh, so süß. Oh, hier eingesperrt in irgendeinen, weiß ich nicht, Käfig, Glaskäfig, sowas. Oder hier die Schnute. Herrlich. Erinnert mich ein bisschen gerade an Anna und Elsa hier, diese kleinen Olafs. Ich weiß nicht warum. Das ist Quatsch, weil die ganz anders aussehen. Hier diese Monster, kleinen Schneebälle. Ach, ich weiß jetzt auch nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Oh, niedlich. Oh, das ist ja wirklich. Ich weiß nicht, was hat denn das gekostet? 1 Euro und? Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Hier ist wieder der verrückte Pelikan. Ich glaube, es wiederholt sich jetzt teilweise. Na gut, wenn sich das wiederholt. Ah, hier kann man so ein Monster reinkleben oder reinbasteln. Auch cool. Wenn sich das wiederholt, ist natürlich cool. Heute ist das Wort cool. Ja, wenn sich das wiederholt, ist natürlich super. Dann kann man nämlich ein paar, also wenn der Laternenfisch ja doppelt ist, kann ich den einmal ausschneiden und verbasteln und einmal irgend als Inspiration. Ja, ne? Genau. Das ist aber auch viel, ne? Oh, das ist ein schönes Papier. Das ist so Meerjungfrauen oder Fischschuppen. Muss ich noch mal kurz gucken. Ich dachte, das sind nur Monster, aber das ist ja auch vieles so Unterwasserkram. Ah, jetzt kommen ja so lauter Papiere. Ah, das ist auch schön hier. Fischschuppen mal in Rot. Ups, jetzt habe ich eins überblättert. Ah, jetzt kommt die Katze hier hinten lang. Also Papiere sind schön, allerdings glänzen die so. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist so ein bisschen so glänzend. Mag das glänzende Papier eigentlich nicht so ganz so, aber die Motive sind schön. Ja, kann man echt für Halloween, man kann es für ja, so Meereskram, Bastelei oder ich kombiniere ja gerne auch Themen. Also hier kann man richtig cool das Thema Halloween und, oh, was haben wir denn hier? Halloween und Meereskrams so, ne? Kombinieren. Ah, das ist ja auch mal geil. Da hat man so die. Jetzt wird es hier aber dunkel. Es regnet schon wieder, sehe ich gerade. Ich hoffe, ihr seht noch was.
Dann wieder so schlecht von der Qualität her, aber ja. Hier kann man denn quasi die Viecher nachmalen. Hat man so Schablonen dazu, das ist ja auch mal cool. Ja, also richtig cool, dieses Designbuch hier. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so mega ist. Wie gesagt, ich habe das einfach nur, ich habe. Ach, jetzt geht's nicht zu. Ja, lassen wir es auf. Ich habe das einfach nur gesehen, habe gedacht, ah, oh, das sind doch die Monster. Da gab es ja auch mal diese großen Blöcke und die Sticker da. Ja, nimm das mal mit. Das ist bestimmt auch so lauter Sticker drin und so. Und habe ich das einfach rein, in den Korb reingeworfen, gar nicht großartig mich damit befasst und habe auch nicht hinten drauf geguckt. Jetzt sehe ich, dass da hinten alles abgebildet ist. Ja, definitiv mega. Und ich muss mal gucken, was sie da noch für Themen hatten. Da waren nämlich verschiedene, auch Faultier oder was weiß ich. So, machen wir mal weiter, weil ich habe mich jetzt ganz schön lange mit dem Buch hier beschäftigt. Dann habe ich mir zweimal diese Make-up-Palette gekauft. Einmal für mich und einmal für meine Freundin als Geschenk. Ich fand die Verpackung so cool, wie hübsch das einfach ist. Also jetzt mal im Ernst. Wenn man sowas verschenkt und ich sage jetzt einfach mal, derjenige vielleicht nicht so beim Action einkauft oder gibt es zwar eigentlich schon kaum noch, weil das hat sich so rumgesprochen mit den Action, aber gibt ja doch mal so ein paar Leute, die da nicht hingehen oder wo es nicht in der Nähe ist. Ich finde das so hübsch. Ja, wenn man weiß, derjenige interessiert sich halt auch so ein bisschen für Make-up und Lidschatten und sowas hier halt. Das sind halt so verschiedene Lidschatten und was weiß ich, Rouge und so ein Kram dabei. Ich fand das so niedlich. Ja, und da meine Freundin sich auch gerne mal schminkt. Ja, es ist jetzt, sage ich jetzt mal, die günstige, ne? Sie wird eher hochwertige Produkte benutzen, wie, was weiß ich, keine Ahnung, was es da so gibt, MAC und Co. Und oh, ich weiß, kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber ich fand diese von der Verpackung so süß. Ja, deswegen durfte das mit. So, dann habe ich diese Tags hier mitgenommen, Anna und Elsa. So hübsch gemacht. Kann man wieder nicht verwenden, so niedlich. Schaut mal. Ist das nicht ein hübsches Gesicht? Oder hier? Oder auch hier dieses Schwarz-Weiße? Ach, auf der anderen Seite sind auch noch mal. Also, die sind ja echt toll. Da gibt es ganz viele verschiedene. Mickey Mouse und Goofy und ach, was weiß ich, was da alles war. Ich habe es nur bei dem belassen. Ich habe ja auch schon, glaube ich, Mickey Mouse. Aber die waren so hübsch. Ja, kam ich nicht drum rum. So, dann habe ich mich gefreut. Schaut mal bitte die Schleifen. Die habe ich im Schwarz und Schwarz-Silber und in Gold und Pink. Wie hübsch sind die bitte? Also die finde ich ja mal mega. Vor allen Dingen die schwarzen. Aber auch hier habe ich mich am Riemen gerissen und habe gesagt, komm, eine Packung reicht. So viele Geschenke machst du jetzt auch nicht. Aber es sieht doch toll aus, oder? Ja, vielleicht auch mal so für ein Mixed-Media-Projekt. Wenn ich so meine Mädels male, kann man die Schleife auch mal so auf die Leinwand mit draufkleben oder irgendwas. Also ich finde die mega. Wäre natürlich cooler, wenn das jetzt nicht Papier wäre, sondern Plaste. Oder irgendwie was Robusteres. Aber ja, ich will nicht meckern. Ich bin froh. Ja, so schöne Schleifen. So, dann habe ich mir mitgenommen. Ja, hier bin ich Verpackungsopfer, ganz ehrlich. Aber nicht nur. Das ist ja so eine Maske, die kann man entweder heiß oder kalt benutzen. Ich denke mal, kalt ist dann wohl das Beste, ne? Gerade wenn man Augenringe hat, ne? Kommt man mit Wärme ja nicht so weit. Ja, und aber eigentlich fand ich die Verpackung so niedlich. Schaut mal, also die Verpackung werde ich nicht wegwerfen, beziehungsweise ich werde dieses Weib hier ausschneiden und irgendwie mit verbasteln. Ich finde das so süß. Vielleicht male ich es auch mal ab. War auch nicht teuer. 2 Euro, also irgendwas unter 4 Euro, würde ich jetzt mal sagen. 2,55 Euro oder irgendwie sowas in der Richtung. Wie gesagt, ich habe den Kassenbon nicht mehr, es ist so lange her. Ja, das ist dann halt so ein Gel, ne? Ihr kennt das ja von diesen Kühlakkus da, sowas in der Richtung. Kann man sich dann halt aufs Gesicht werfen und dann ja, fühlt man sich hübscher, schöner, schlanker oder sonstiges. Nee, Quatsch, aber richtig cool und die Verpackung so süß. Ja. Mal sehen, ob ich meiner Freundin da auch noch eine hole. Weil die mag nämlich auch so die Sachen. So, dann habe ich mir. Ja, hier waren eigentlich drei. Wo ist denn das? Ach so, ich doof hier. Ja, drei Stück geholt von diesen wunderschönen Blumen. Da hat mich die liebe Swantje angesteckt. Ja, die habe ich bei Swantje gesehen und habe gedacht, die muss ich auch unbedingt haben. Ich glaube, da gab es noch gelb und braun oder sowas in der Richtung. Aber ich habe nur die hier mitgenommen. Das reicht auch. Ich mache höchstens vielleicht Ohrringe daraus oder einen Ring oder so. Und ja,
Na, wenn ich jetzt einen Ring draus mache, habe ich noch genügend andere. Ja, einmal diese pink-rosane Variante, dann diese hellblau-dunkelblau Variante und grün und ja, so bräunlich ist das hier. Sieht hübsch aus. Oh, wird das jetzt hier dunkel? Das ist ja echt krass. Ja, aber das kriegen wir jetzt noch hin. Ich bin ja auch gleich fertig. So, dann habe ich mir diesen Block hier mitgenommen. Da kam ich nicht drum rum, weil der ist so, ja, so vintage normal. Ihr seht es ja so, ja, vintage halt, würde ich das. Den fände ich richtig toll, weil der ist mal ein bisschen neutraler. Oh, das ist auch sehr schön hier. Der ist mal ein bisschen neutraler, da kann man eben auch mal. Ich habe immer sehr viel buntes Zeug, was so verwirrt ist, dass man, wenn man was drauf macht, ich weiß nicht, das ist dann zu viel irgendwie, obwohl ich das ja liebe. So, dann nochmal so ein mit diesen Metallprägungen hier. Den fand ich auch richtig toll, weil das war so schwarz und gold. Weiß nicht, ob das so erkennen kann, das Gold. Sieht ein bisschen aus wie Silber, oder? Nee, man erkennt eigentlich, dass es Gold sein soll. Ja, der ist natürlich auch mega. Sieht aus wie eine alte Tapete. Oh, so eine Tapeten sind so schön. Ja, wenn ich ein großes Wohnzimmer hätte, ich würde das, glaube ich, gerne als Tapete benutzen. Und hier mit den Blumen sieht auch ganz, ganz klasse aus. Ja, der war sehr, sehr hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Musste mit. So, dann brauchte ich auch mal wieder stinknormalen Cardstock. Also, ne, für Karten und so. Kennt ihr ja, brauche ich jetzt nicht so lange in die Kamera halten. So verschiedene Farben sind hier drin und halt auch ein bisschen, ne, stabileres Papier oder Karton. Ja, und da kann man halt Karten mit basteln oder ja, alles mögliche andere. Die Kinder brauchen sowas auch ständig für die Schule. Da musste das nochmal mit. So, dann habe ich diese Sticker hier entdeckt. Die fand ich ja auch, da gab es auch sehr viele verschiedene. Ich fand die hier besonders toll, weil, ne, sind die jetzt verkehrt rum hier drin? Ja, oder? Ja, na gut, machen wir es eben so rum. Ja, weil das ist so wieder Unterwasserwelt, darauf stehe ich ja total. Von daher musste der wieder mit. Es gab, glaube ich, noch Einhörner und Faultiere und ach, was weiß ich alles. Ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen am Riemen gerissen und habe den Band genommen. So, haben wir gleich geschafft, gleich. Ja, denn diese Karte musste auch unbedingt noch sein. Fand ich so süß. Diese Einhornkarte hier kann man zum Geburtstag benutzen oder einfach mal so, ne? Überraschung. Oder eben Happy Birthday mit passendem Briefumschlag, der auch richtig toll gestaltet ist. Kann man ja immer mal da haben, so eine Karte. Ich kaufe gerne Karten, weil ich bastel zwar eigentlich selber, aber ja, kann auch mal so eine gekaufte benutzen. Manchmal muss es ja auch schnell gehen. So, die Stickerbücher meinte ich vorhin mit den Monstern. Ach ja, genau. Die habe ich mir nochmal nachgekauft, weil ich die so hübsch finde. Ja, die kennt ihr, die sind ja schon steinalt. Wusste ich auch nicht, dass die zum Sortiment so gehören, dass es die da immer gibt. Oh, so süß. Unterwasserkram und Monster. Oh, das ist so, so süß. Ja, hier sind die auch nochmal drin, ne? Jetzt sehe ich das erstmal. Ich habe schon wieder vergessen, was da. Wo war dann mal? Ich habe schon wieder vergessen. Oh, der ist ja cool. Hier, der blaue. Richtig cool. Oder hier unten. Ja, komische Viecher hier drin. Monsterfische. Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie das hier drin aussah. Ich habe die zwar schon von 20 Mal bekommen, aber ja. Ja, wieder Halloween-Papier war das hier. Hä? Bin ich doof? Hier war doch eben so ein bisschen. Ah ja, hier. Aber das war nicht das, was ich gesehen habe. Ja, wer weiß, was ich wieder gesehen habe. Ich würde es jetzt wissen, ob ich mich da verguckt habe. Ich habe mich wahrscheinlich wirklich verguckt. Naja, egal. Ja, das ist der eine. Und dann habe ich mir den mit dem Faultier mitgenommen. Bei dem wusste ich nämlich nicht, oder weiß ich nicht, ob ich den von 20 habe. Ich weiß, dass ich die Monster habe. Und dann gab es, glaube ich, noch Hunde. Ja, und diese Meerjungfrauen. Aber bei dem Faultier war ich mir nicht sicher. Ja, und da die das scheinbar so immer da haben jetzt, diese Bücher. Erst hatten sie die ja ewig nicht. Wie gesagt, wenn ich den schon habe, macht auch nichts. Die Sticker sind so niedlich.
Und die kann man ja auch etwas länger aufheben, weil die sind ja aus Papier. Ah, die Papiere sind auch sehr schön. Ja, mit diesem Dschungelkram. Ja. So, liebe Leutchen, das war mein Einkauf. Endlich habe ich ihn euch mal gezeigt. Wie gesagt, es steht schon eine ganze Weile hier rum. Jetzt kann ich das endlich alles wegsortieren und ja, ich bin ja seit Wochen, ohne Witz, seit Wochen oder Tagen, aber nicht jeden Tag, sondern immer mal, wie ich halt Bock habe, dabei mein Bastelzimmer aufzuräumen, ja, ein bisschen umzugestalten, vor allen Dingen aber ordentlicher zu haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit ist das extrem Chaos da drin. Also man möchte schon gar nicht mehr reingehen, ihr kennt das vielleicht, weil alles überall rumsteht. Man kramt dies raus, wenn man was braucht, schnell, man kramt das raus, muss aber, um das rauszukramen, 10.000 andere Sachen erstmal wegräumen, die dann da vorne rumstehen. Ja, und das möchte ich alles nicht mehr. Ich möchte das alles mal ein bisschen geordneter und ja, übersichtlicher haben. Und deswegen, ja, stand das auch ewig hier noch rum mit den, also die Action, also der Actionbeutel. Und hier steht auch noch vom Teddy was rum und vom Kick. Ich räume das dann nach und nach dann ein, weil ich ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr habe, dass das hier im Wohnzimmer und am Tisch neben mir steht. Da stehen zwei, drei so eine großen Tüten, die ihr ja kennt, diese Action-Tüten, wo irgendwelche Schnulli drin ist. Und das muss alles mal ordentlich, ne, wegsortiert werden und so weiter. Aber ich bin schon wieder hier nur am Quatschen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mein Kaffee ist jetzt übrigens kalt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, im nächsten Video. Tschüssi!